Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute bin ich alleine, aber dafür mit Schiffen unterwegs, denn es gibt mal wieder ein Event. Ich schätze mal, das ist nur das Wochenende. Und diesmal ist es tatsächlich der Fall, dass es leichte Kreuzer gibt, wie man hier an der HMS Enterprise schon sehen kann. Und ich bin gespannt tatsächlich, wie sich das so spielt. Schauen wir uns die Möhren mal an. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen verwirrt. Wir hatten doch früher auch schon Schiffe in War Thunder gehabt. Waren das nicht auch leichte Kreuzer? Oder was war das? Erinnert mich jetzt schon stark irgendwie daran. Aber gut. Schauen wir einfach mal. Was haben wir an Bewaffnung dabei? Ich gehe lieber auf die hier. Auf die anderen Granaten. Ah, come on. Fahr einfach Schild von mir rüber. Vielen Dank. Wir haben dann noch... Was ist G? G sieht mir nach einer dicken Nebelwand aus. Ja, von mir aus. G sieht mir nach einer Nebelwand aus. Gut, Torpedos ist klar. Wo sind die Torpedos eigentlich? Ah, hier sind die Torpedowerfer. Da an der Seite könnt ihr sehen. Bei den letzten Malen, als die Schiffe verfügbar waren, da kann ich mich noch recht gut dran erinnern, da habe ich ziemlich abgekackt mit den Kanonen. Deswegen schauen wir mal, wie das heute klappt. Ich würde es ja gerne jetzt einfach mal probieren. Komm, wir schießen mal auf diese Baumgruppe. Ich vermute, die wird halt viel zu weit links oder rechts einschlagen. Fragezeichen. Jetzt leider kein Bums. Okay, hier ist gerade was eingeschlagen, aber das kommt von da drüben. Weiß nicht, lag das jetzt an der Muni vielleicht? Verwirrt. Ich glaube, es liegt an der Muni. Da will ich jetzt auf diese Baumgruppe, will ich jetzt mal draufholzen. Guck mal. Schlägt da auch irgendwann mal was ein? Bin verwirrt. Naja, gut. Gucken wir einfach, dass wir einen Gegner treffen. Das langt mir schon. Aber ich sehe leider noch nichts. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal voll Stoff. Halten auf die Eroberungspunkte zu. Muss nur gucken, von rechts kann ja auch kommen, sehe ich gerade. Da ist ja gegnerisches Schiffsspawn da unten. Ja, da ist auch was. Da ist eins. Keine Ahnung. Ich schieße jetzt einfach mal. Ich guck mal, ob irgendwas damit ankommt. Da fliegt's. Die rechten Schüsse da, das sind meine. Ah, so kann man es tatsächlich besser erkennen. Und angekommen. LOL! Geil, ich habe getroffen wie zur Hölle. Gleich nochmal hinterher. Boah, Alter, die FPS kacken aber richtig weg in dem Spiel. 46 laut Nvidia. Seht ihr jetzt oben links nicht? Warum habe ich oben links immer eine FPS-Anzeige? Alter Verwalter. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das so zuckelt. Au! Wo kam das jetzt? Ah, da hinten ist noch so ein Schlingel.
Da rotze ich jetzt einfach mal mit drauf. Schlag aber trotzdem noch ein. Lol. Die Kanonen schießen gerade von selber. Warum schießen die gerade von selber? Hier, die hinteren haben gerade von alleine geballert. Auf was schießen die denn? Ah, wir sind schon... Okay, wir sind schon in Selbstschussreichweite von den Nahverteidigungskanonen. Alles klar. Hier hinten muss wohl irgendwo ein Schiff sein. Kann jetzt leider nicht so ganz ausmachen, auf wen oder was die schießen, aber sollen hier recht sein. Ich schieße jetzt erstmal auf den Kollege da hinten. Der müsste doch gut in Reichweite sein. Will mir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Der müsste sitzen. Naja. Jetzt habe ich halt die Inseln dazwischen. Deswegen gucken wir nochmal, ob der Typ, der hinter dem Kamm ist, wird den gleich nochmal zu Sicht, Gesicht bekommen. Dann müsst ihr eigentlich rausfahren hier hinten. Lol. Alles klar, rasier alles weg. Ah, da ist einer. Seht ihr den? Da ist sogar noch ein ganzer Haufen von denen. Treffer. Treffer. Schön in die Brücke rein. Alter, das wird gleich richtig böse enden. Wir werden alle gleich hier schön gleichzeitig hinter der Insel hervorfahren. So, der hat gesessen. Da haben wir irgendein kleineres Bötchen. Der wird auch ordentlich fressen jetzt. Alles Nahverteidigungskanönchen. Die schieße ich übrigens nicht selber ab, möchte ich nur kurz festhalten. Alter, was ist denn jetzt passiert? Ich habe nicht verstanden, was gerade passiert ist, meine Damen und Herren. Ich habe gerade einfach voll einen abgekriegt. Und jetzt muss ich mit diesen kleinen Kackdingern rein. Na, supi. Aber gut, wir wissen, die machen ordentlich Autsch. Ah, wie mach ich nochmal die Torpedosicht eigentlich? Man konnte das doch irgendwie anzeigen lassen. Ja, hab ich jetzt. Weiß noch nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Premium. Naja, gut. Was ist das? Das ist ein Gegner, oder? Hä, was macht denn meine Maus die ganze Zeit? Flüpp, flüpp. Ja gut, der sitzt voll im Möhre. Keine Ahnung, was mit dem Kerl los war. Kann mir ja nur recht sein. Da müssen wir kurz aufpassen. Hier ist Land. Und jetzt bremsen. Und volle Kraft zurück, bitte auf Halt. Das ist ein Gegner. Den hat's richtig zerlegt. Lol, und mich auch. Schade. Aber immerhin schon mal zwei Kanonenbötchen gekillt. Wie sieht das aus?
Kann ich die jetzt einfach benutzen? Nee, für was brauche ich da? 3600 Fahrzeugpunkte. Puh. 1610 habe ich gerade. Ich muss nochmal mit der kleinen Quetscher rein. Also muss ich mich jetzt quasi erstmal... Oh. Ich wollte gerade sagen, hier muss ich mich erstmal um die kleinen Paddy kümmern. Na super, das fängt ja mega gut an. Das sein. Und die laufen auch noch voll Wasser. Premium. So, erstmal Smokescreen. Achso, der ist jetzt hinter der Insel. Achso, der ist abgesoffen. Sehr schön. So, erstmal schön hier rein. Welche Taste war das jetzt mit dem... Ja, geil. Ich muss das nachgucken. Jetzt habe ich gerade nämlich alle meine Torpedos. Kuh. Trotzdem fortfahren. Ich habe alle meine Torpedos gerade mega geil verschwendet. Großes Kino. Aber gut. Ich hoffe, wenn wir die Zone erobert haben, dass wir dann nachgetankt werden, in Anführungszeichen. Das kam von hinten. Auch schönes Bild, aber... Hey, cool, wir können eine Tribal benutzen. Was ist das? Tribal-Klasse. Ich vermute mal, dass das ja irgendwas zum Mittleres ist, ne? Warum habe ich keine UI mehr? Hallo? Spiel. Das ist ja sehr nett, aber ich möchte jetzt keine Bilder machen. Das ist ja... Was ist hier passiert? Das ist jetzt irgendwie schlecht. Sehr schlecht sogar. Ich kann jetzt schlecht auf Verdacht schießen. Muss ich halt so schießen. Ich würde mal sagen, das ist gerade irgendwie so ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht, ob das Gegner sind. Könnten Freunde sein. Weiß ich nicht. Nichts mehr angezeigt. Okay, hier ist irgendwo ein Gegner. Könnte ein Gegner sein da hinten. Ich treffe leider gar nichts. Nee, ich glaube nicht, dass es ein Gegner ist. Hier schießt ja gar nichts. Ich frage mich, warum die UI einfach rausgegangen ist. Strange Shit. Das ist wahrscheinlich auch ein Freund, ne? Aber ich vermute mal, dass das da kein Freund ist.
sehen meine Kanonen ähnlich. Zielerfassung funktioniert tatsächlich auch nicht mehr. Das ist auch nicht so geil. Weil jetzt funktioniert das Rangen halt nicht mehr. Ich muss jetzt selber zielen. Ich frage mich, auf was die gerade alles schießen, ey. Auf dem Berg. Das ist bestimmt ein Gegner. Da kommen nur die Torpedos. Ich treffe den, ich weiß aber nicht, ob das ein Böser ist. Daher, dass er mir nicht angezeigt wird auf der Karte, vermute ich, dass er ein böser Bub ist. Ich treffe ihn auf jeden Fall ganz ordentlich. Immer schön in die Brücke rein. Ich kann jetzt sogar langsam etwas niedriger zielen. Ich habe jetzt die Munitionsart gerade mal gewechselt. Auf AP quasi. Komm schon. Ich hoffe, dass ich wenigstens angezeigt bekomme, wenn mal einer drauf geht. Nämlich drumherum explodiert anscheinend gerade die ganze Welt. Das ist voll okay. Ich erwische den volle Möhre. Ich möchte halt vor allem seinen Rumpf treffen, wenn es geht. Und dass der Kollege absäuft. Ja. Leider hat es mich erwischt. Und dann bin ich raus. Ja, das nervt mich jetzt ein bisschen, weil ich glaube, ich wäre jetzt gar nicht am Ende so schlecht. Aber was willst du machen, wenn das Spiel nicht mitspielt? Die Uli ist jetzt wieder da. Schade. Schade, Schokolade, aber ein bisschen Geld verdient. Ist in Ordnung und ich glaube, kurz auf die Uhr gucken, ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und werde noch, denke ich mal, so ein, zwei Rundchen aufnehmen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.